In diesem Video soll es um die sogenannten einfachen Maschinen gehen und wozu diese Maschinen gut sind, würde ich gerne im Kontext einer Alltagssituation motivieren und bei dieser Situation handelt es sich um einen Umzug. Wir stellen uns vor, ich ziehe in eine Wohnung ein, die sich in dem zweiten Obergeschoss befindet. Damit die Rechnungen später relativ einfach ausfallen, gehen wir davon aus, dass sich die Wohnung in einer Höhe von 5 Metern befindet. Meine Aufgabe ist relativ einfach. Ich muss lediglich 4 Kisten von hier in die Wohnung transportieren. Als feiner Denker überlege ich mir natürlich eine Strategie, bevor ich anfange zu arbeiten, und dabei fallen mir direkt 3 Alternativen ein. Die erste Alternative, ich trage alle 4 Kisten auf einmal und dann muss ich einmal die 5 Meter hoch. Bei der zweiten Alternative trage ich 2 Kisten auf einmal, dann muss ich aber zweimal gehen. Und schließlich die dritte Alternative, ich trage eine Kiste auf einmal und dabei muss ich 4-mal die Höhe von 5 Meter überwinden. Bei den 3 vorgestellten und auch bei allen anderen Alternativen muss die gleiche Arbeit verrichtet werden. Und zwar, es müssen 4 Kisten auf eine Höhe von 5 Metern getragen werden. Aus physikalischer Sicht gibt es folgende wesentliche Aspekte. Und zwar einmal die Höhe, die wir überwinden müssen. Und das ist in Physik natürlich die Strecke. Und dann gibt es etwas, was mit den Kisten selbst zu tun hat. Und an dieser Stelle müssen wir uns über die Schwerkraft unterhalten, die überwunden werden muss. Die eine oder der andere von euch stellt sich vielleicht die Frage, warum wir an dieser Stelle nicht von der Masse der Kisten sprechen, sondern weshalb ich hier auf dieser Stelle so auf die Schwerkraft poche. Und die Antwort ist, die Schwerkraft hängt zwar von der Masse der Kisten ab, aber es ist die Schwerkraft, die uns an dieser Stelle stört, sag ich mal. Und eigentlich geht es darum, dass wenn wir uns in der Schwerelosigkeit befinden würden, wäre die Arbeit weniger aufwendig, beziehungsweise da hätten wir gar keinen Aufwand. Und aus diesem Grund ist eben die Schwerkraft die relevante Größe. Da ich ein Physiklehrer bin, können wir davon ausgehen, dass ich beim Einpacken äußerst präzise vorgegangen bin und deshalb haben alle Kisten die gleiche Masse von exakt 20 Kilogramm. Im Folgenden werden wir einfachheitshalber mit dem Ortsfaktor von 10 Newton pro Kilogramm rechnen, um uns das Leben an dieser Stelle nicht unnötig kompliziert zu machen. Nun schauen wir uns die 3 Alternativen mit unter dem Einbezug von den physikalisch relevanten Aspekten an. Und zwar haben wir die Alternativen A, B und C. Und nun gucken wir uns zuerst die Kräfte an. Bei der ersten Alternative haben wir eine Schwerkraft von 800 Newton. Auf die 800 Newton kommen wir folgend. Wir haben 4 Kisten mit je 20 Kilogramm. Das bedeutet 80 Kilogramm. Und 80 Kilogramm entspricht einer Schwerkraft von 400 Newton, weil wir die Masse mit den 10 Newton pro Kilogramm multiplizieren müssen. In der zweiten Alternative, da hatten wir 2 Kisten, also 2 mal 20 Kilogramm, insgesamt 40 Kilogramm. Multipliziert mit dem Ortsfaktor ergibt das eine Schwerkraft von 400 Newton. Und in der dritten Alternative eine Kiste, 20 Kilogramm, also eine Schwerkraft von 200 Newton. Nun schauen wir uns die Strecken an. Ich zähle immer die Strecken, wo die Kisten getragen werden. Also wir haben jetzt in der ersten Alternative eine Strecke von 5 Metern, also einmal hoch. Wenn wir jetzt die zweite Alternative nehmen, müssen wir zweimal hoch, also insgesamt 10 Meter. Und bei der dritten Alternative gehen wir viermal hoch, also eine Strecke von 20 Metern. An dieser Stelle bin ich mir sogar sicher, dass euch eine Regelmäßigkeit schon aufgefallen ist. Ich notiere sie aber trotzdem. Und zwar haben wir folgende Beobachtung. Wenn wir die Zahlen miteinander multiplizieren, also die Kraft und die Strecke. Hier mache ich das erstmal ohne Einheit. 800 mal 5 ergibt 4000. In der zweiten Zeile 400 mal 10 ergibt 4000. Und in der dritten Zeile 200 mal 20 ergibt auch 4000.
Also können wir das kurz festhalten. Das Produkt der Kraft und der Strecke ist in allen Fällen gleich. Und das ist aus physikalischer Sicht äußerst spannend, weil egal was ich mache, welche Alternative ich wähle, an diesem Wert hier komme ich einfach nicht vorbei. Und dieses Produkt der Kraft und der Strecke führt uns gleich zu einer physikalischen Definition. Und zwar geht es um die physikalische Arbeit. Und wir können direkt mit der Definition starten. Das Produkt der Kraft F, die auf einem Körper entlang einer Strecke S einwirkt. Und dabei ist wirklich super wichtig, dass wir die Kraft haben, die entlang einer Strecke wirkt. Und der Strecke selbst ist physikalische Arbeit und wir nennen die Arbeit mit dem Großbuchstaben W für Englisch Work, die an diesem Körper verrichtet wird. Und dabei lernen wir auch eine neue Vokabel oder eine besondere Art zu sprechen, wenn wir in der Physik von Arbeit sprechen. Die Arbeit wird in Physik nicht getan, sondern sie wird verrichtet. Ja, müssen wir darauf aufpassen, sonst werden wir in den Physikerkreisen nicht ernst genommen. Und jetzt mache ich etwas Werbung für das Fach Mathematik. Man kann diese Aussage mit mathematischen Formeln etwas kompakter hinschreiben. Also das wird gleich jetzt keine Definition sein, aber sozusagen so ein Merksatz. Und zwar, wenn die Kraft und die Strecke parallel zueinander sind, also das ist hier das Zeichen für parallel, und wenn die Kraft und die Strecke parallel zueinander sind, dann entspricht das Produkt der Strecke und der Kraft der Arbeit. Wenn wir eine physikalische Größe definieren, darf natürlich eine Einheit nicht fehlen. In diesem Fall ist die Einheit der Arbeit ein Joule. Und hier nochmal kompakt aufgeschrieben, das Symbol der Arbeit W in eckigen Klammern gleich 1 J steht für 1 Joule. Nun kommen wir zu einem Beispiel. Und zwar bleiben wir in dem Kontext des Umzuges und wieder soll es in das zweite Obergeschoss gehen und wieder soll eine Kiste getragen werden. Und gucken wir uns zuerst an, welche Strecken bzw. welcher Streckenzug zurückgelegt werden muss. Das ist einmal hier eine Teilstrecke Richtung Treppe. Das zeige ich hier mit Pfeilen an, damit wir auch die Richtung sehen. Und dann geht es hoch, die Treppe hoch und dann zu der nächsten Treppe und dann schließlich zu unserem Ziel. Dann gibt es die relevante Kraft, das ist natürlich die Schwerkraft und die Schwerkraft wirkt, so wie wir es schon gelernt haben oder auch jeden Tag erfahren, die Schwerkraft wirkt in Richtung des Erdmittelpunktes, also in dieser vereinfachten Darstellung senkrecht nach unten. Und nun müssen wir eine Strecke finden, die parallel zu dieser Kraft verläuft und so eine Strecke finden wir in diesem Bild an sich nicht. Deshalb müssen wir etwas nehmen, was ich gerne als eine relevante Strecke bezeichne. Und das ist die senkrechte Komponente von all diesen Strecken zusammen. Und damit kommen wir zu dieser Strecke hier. Und diese Strecke ist für uns relevant, weil nur diese Komponente parallel zu der Kraft F ist. Und wenn wir nun diese Kraft haben und die Strecke, die auch parallel zu der Kraft verläuft, können wir jetzt die Arbeit berechnen, die an dieser Stelle verrichtet wurde. Und wenn wir jetzt von 20 Kilogramm hier ausgehen, kommen wir zu folgender Rechnung. Die Arbeit ist die Kraft mal die Strecke, also 200 Newton, weil 20 Kilogramm mal 10 Newton pro Kilogramm mal 5 Meter und das ergibt eine Arbeit von 1000 Joule. Jetzt könnte man sich natürlich auch fragen, okay, und was ist mit diesen Strecken hier? Es kann auch sein, dass es für euch an dieser Stelle auch etwas unlogisch erscheint. Die Bewegung in die waagerechte Richtung ist aus physikalischer Sicht keine Arbeit, weil wir in dieser Richtung zumindest keine relevante Kraft überwinden müssen. Und jetzt haben wir einfach ein Problem, dass Arbeit, die wir aus dem Alltag kennen, nicht der Arbeit aus dem Physikunterricht oder aus der Physik selbst gleicht. Aus physikalischer Sicht ist Arbeit die Kraft, die entlang einer Strecke überwunden wird. Und das bedeutet aus physikalischer Sicht, nicht alles, was anstrengend ist, ist physikalische Arbeit.
Nun habe ich viel geredet und es stellt sich natürlich jetzt die Frage, was hat das Ganze jetzt mit einfachen Maschinen zu tun? Und wir fassen kurz zusammen, was wir bis jetzt beobachtet haben, was wir bis jetzt gelernt haben. Also bei den drei Alternativen A, B und C muss jeweils eine Arbeit von 4000 Joule verrichtet werden. Ja, da kann man nichts machen, diese Arbeit muss verrichtet werden, da kann man nichts ändern. Gleichzeitig aber ist es möglich, den Kraftaufwand auf Kosten der Strecke zu sparen. Und das können wir sehr gut verdeutlichen, indem wir uns die Alternative A angucken. Da haben wir eine Kraft von 800 Newton und eine Strecke von 5 Metern. Zur Wiederholung, 800 Newton, das sind jetzt die vier Kisten, die auf einmal, also auf einer Strecke von 5 Metern getragen werden müssen. Und bei der Alternative C haben wir eine Schwerkraft von 200 Newton, eine Kiste. Und diese Kisten müssen dann einzeln getragen werden. Also haben wir eine Strecke von 20 Metern. In der Einstiegssituation war es relativ einfach, diesen Kraftaufwand zu reduzieren. Nun kommen wir zu einer ähnlichen Situation. Sagen wir, das ist jetzt Teil 2 von dem Umzug. Wieder mal soll es in das zweite Obergeschoss gehen. Aber diesmal soll ein Flügel dahin getragen werden. Und auch hier kann man sich einige Gedanken dazu machen. Also es gibt natürlich eine Alternative. Man könnte die Masse von diesem Körper in kleinere Massen aufteilen. Das wird man wahrscheinlich nicht machen wollen. Was man aber machen kann, ist die Verwendung einer einfachen Maschine. Und was eine einfache Maschine ist, sagt uns folgender Satz. Einfache Maschinen sind technische Geräte, die es möglich machen, beim Verrichten einer Arbeit die Krafteinwirkung zu verändern. Bevor wir uns den einfachen Maschinen im Einzelnen widmen, möchte ich sie kurz auflisten. Zu den einfachen Maschinen zählen nämlich ein Seil, ein Hebel, eine Umlenkrolle, eine schiefe Ebene, ein Flaschenzug, eine archimedische Schraube, eine Kurbel und ein Wellrad.